Da hatten die Dame Prinzessin getrieben ein grausames Spiel. Sie gab ihre Hand einem anderen und das war dem Prinzen zu viel. Der Tag der offenen Tür ist am Anhaltischen Theater in Dessau mittlerweile zu einer Institution geworden. Viele Theaterfans nutzen den Sonntag im Juni, um buchstäblich einen Blick hinter die Kulissen des Großen Hauses zu werfen, das 1938 eröffnet wurde. Doch nicht nur gute Nachrichten klingen von der Bühne. Die angekündigten finanziellen Kürzungen der Landesregierung haben ebenfalls das Zeug zu einem, wenn auch traurigen, Dauerbrenner in Dessau zu werden. Ja, die aktuelle Situation ist zweigeteilt, kann man so sagen. Wir sind eigentlich sehr, sehr guter Dinge. Wir haben ein tolles Programm. Wir haben fantastische Premieren jetzt in der jüngsten Vergangenheit gehabt. Wir haben noch tolle Premieren vor uns in dieser Spielzeit. Das Haus ist in einem hervorragenden Zustand und die Stimmung von daher gut, was alles Künstlerische und unsere eigenen Belange angeht. Aber wir haben natürlich Probleme seitens der Landesregierung, die wieder mal plant, das Anhaltische Theater zu kürzen bei den Zuwendungen und damit doch eindeutig die Existenz dieses ganzen Theaters gefährdet. Na, wir haben heute die Möglichkeit geschaffen mit einer Postkartenaktion, wo jeder, der hier vorbeikommt, eine Postkarte an die Staatskanzlei, an den Ministerpräsidenten schreiben kann und seinen Protest ausdrücken kann. Das Publikum kann sich heute wieder davon überzeugen, was das Theater alles zu leisten imstande ist, wie wichtig es auch gerade hier in der Stadtgesellschaft ist, wie breit das Theater aufgestellt ist und wie wirksam es auch hier in der Stadt ist. Ich glaube, das wäre ein nicht wieder gut zu machender Verlust, wenn es das Theater in Dessau nicht mehr geben würde. Und man darf dabei ja auch berücksichtigen, dass dieses Theater schon seit über 200 Jahren existiert und ich weigere mich auch zu akzeptieren, dass wir jetzt in den schlechtesten Zeiten seit 240 Jahren leben und wir deshalb jetzt das Theater gerade abwickeln müssen. Ich glaube, das ist Unsinn und das ist auch jedem einsichtig. Vom Keller bis zum Dach, von der Kulisse bis zur Chorprobe konnte man das Haus unter die Lupe nehmen. Es ist in der Vorstellung nicht ganz so hell wie jetzt gerade. Es wird dann abgedunkelt, dann ist hier noch ein bisschen mehr magisches Flair sozusagen, weil natürlich auch kein Licht von unten nach oben dringen darf. Man muss hier auf Zehenspitzen schleichen, weil zwar hier eine dicke Decke, also wie gesagt, die Bühne ist ja über uns, der Zuschauerraum ist in diese Richtung, also die Zuschauer schauen von dieser Richtung hier hin. Das ist zwar dick, aber wenn man rüber rennt, hört man das wirklich. Also auch während einer Vorstellung, gerade im Schauspiel, wo nicht die ganze Zeit ein musikalischer Teppich liegt, ist immer wirklich höchste Konzentration bei allen gefragt, dass nicht mal irgendwas noch runterfällt und dann hört man so einen Klonk. Eines der Highlights des Tages wurde hier geboten, Karaoke mit Orchester. Angst vor dem Publikum brauchte aber keiner zu haben. Profis wie Ulf Pausen unterstützten die Laiensänger nach Kräften. Es ist wunderbarerweise so, dass die Leute in Scharen hereingeströmt kommen. Ich denke mir, das ist auch ein Zeichen der Solidarität der ganzen Dessauer Bevölkerung mit dem Theater angesichts der Sparpläne, die uns ja aus Magdeburg drohen. Und ich hoffe, dass uns die Bevölkerung auch weiterhin so dabei unterstützen wird.